Die ersten zwei Fragen konnten Sie sich schon vorbereiten. Wie entspannen Sie? Ich lese, höre gern Hörbücher übrigens und bin gerne nicht nur von Amts wegen, sondern auch aus Freude in unserer bremischen Kultur unterwegs. Ihr Lieblingsessen? Rinderroulade. Ihr Neffe geht auch in die Politik. Was sagen Sie ihm? Ich sage ihm gar nichts, jedenfalls keinen Rat, sondern ich sage einfach nur, ich finde es toll, dass du dich engagierst. Walzer oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll. Tschöpe, Hiller oder Güntner? Alle drei, große Klasse. Welchen Fehler haben Sie in Ihrer Amtszeit in der letzten gemacht? Ach, das ist nicht nur einer, sind ein paar mehr. Aber die will ich jetzt hier nicht ausdehnen. Ein? Nein, es sind immer mehr. Jeder macht Fehler. Fragen wir Frau Motschmann gleich mal. Oder? Wofür würden Sie sich gerne selber auf die Schulter klopfen? Dafür, dass ich jeden Tag Freude daran habe, im Rathaus zu arbeiten. Nicht gleich viel, da geht es mir wie Caroline Linnert, aber ich habe Lust, für Bremen zu arbeiten. Gabriel oder Sieling? Beide. Beide ist immer so... Ja, das ist keine Alternative, sondern die gehören elementar und ganz wichtig zur SPD. Ihren letzten Urlaub haben Sie wo verbracht? Auf Usedom. Was mögen Sie an Frau Motschmann? Ihren Mut, dass sie sich überhaupt zur CDU-Spitzenkandidatin hat wählen lassen. Weil Sie keine Angst vor ihr haben? Wir kennen uns so lange. Und ich habe übrigens mal Ihren Rücktritt gefordert, Frau Motschmann. Wissen Sie das noch? Ganz genau. Da war ich Fraktionsvorsitzender. Und ich glaube, sie ist deshalb im Amt geblieben, weil ich ihren Rücktritt gefordert habe. Also es war ein strategischer Fehler. Da haben wir den strategischen Fehler gehabt wahrscheinlich. Angenommen, Sie werden wiedergewählt. Also Sie sind ja wirklich tatsächlich manchmal schwer greifbar. Ja? Weil Sie häufig in Wien sind, daran muss es liegen. Ja. Ja, Sie sitzen aber, also Sie sitzen immer auf dem Marktplatz, da bin ich aber auch hin und wieder. Aber nee, im Ernst, können Sie das verstehen, dass einige Bremer sagen, wir sehen den gar nicht und der ist so ein bisschen so die Merkel aus Bremen, der guckt sich das erstmal alles an und greift dann ein, haben Sie ja heute Abend auch gemacht. Das ist ja schon eine Strategie, oder? Ich bin Jurist und gelernter Richter. Und als Richter habe ich eins gelernt und ich finde, das ist keine schlechte Eigenschaft. Man hört eine Seite, dann hört man eine andere Seite, aber dann weiß man, dass man eine Meinung haben muss. Und als Richter musste ich auch entscheiden und das tue ich heute auch. Aber ich finde, das gehört zum demokratischen Diskurs, dass man sich einander zuhört und nicht gleich losblabbert. Aber gehört es nicht auch zum demokratischen Diskurs, dass man mal einmal auch die Seite ist, die eine Seite und jemand anders die andere Seite ja, und selbstverständlich. Sich annähert? Ich glaube, das haben Sie heute Abend gehört, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Ich habe ein paar Mal in letzter Zeit gesagt, was auch zum Missvergnügen in dem einen oder anderen Fall meines Koalitionspartners, das gehört dazu. Aber natürlich gehört in Bremen, vor allen Dingen auch in einer Koalition, dazu, dass man nicht permanent gegeneinander keilt, sondern dass man, und das machen Caroline Linnert und ich zum Beispiel jeden Montag zwischen 11 und 12, dass man Verständigung organisiert, dass man gemeinsame Projekte sich vornimmt. Und das ist häufig etwas, was eben nicht mit einer Bastardpolitik geht, sondern was mit einem guten Gespräch beginnt und einem guten Ergebnis endet. Sie sind jetzt 10 Jahre lang Bürgermeister in Bremen. Es gibt die Frage, wer macht es denn danach? Ja, Überraschung, dass Sie das fragen. Ich habe es gefragt, Döbler will das immer wissen. Döbler hat auch schon gesagt, wer es wird. Er hat es ja schon beantwortet, ja. Also deswegen können wir uns, glaube ich. Wie war seine Antwort? Ich würde mal sagen, ich beziehe mich auf den Weserkurier. Herr Döbler, jetzt können Sie sagen, was Sie wollen. Ja? In 2 Jahren ist das der Kandidat der SPD. Nein, da halte ich mich raus. Das muss er machen. Ach Gott, okay. Darf ich aber mal einen Hinweis geben? Wir sind keine Monarchie, sondern wir sind der Demokratie. Und in Bremen ja irgendwie auch noch eine Republik und schon seit eh und je. Und in Bremen gibt es nicht so etwas, dass man per Ritterschlag Nachfolger benennt, sondern wir haben in Bremen eine, jedenfalls in der Bremer SPD, eine gute Tradition, dass wir nämlich über einen Mitgliederentscheid, durch eine breite Diskussion, so bin ich ins Amt gekommen, einige erinnern sich, dass wir eine große, über 1,5 Wochen laufende
Debatte hatten seinerzeit. Und das ist der richtige Weg. Nicht, dass jemand wie ich sagt, in 10 Jahren oder in 20 Jahren soll es der oder jene sein. Worüber aber nur ein Mensch entscheiden kann, ist, wie lange er einen Job macht. Nee, das kann man in der Politik auch nicht alleine entscheiden. In der Politik hängt es von mehreren Dingen an. Erstens, ob man, und das sage ich jetzt auch auf meine Person bezogen, erstens, ob man Freude an der Arbeit hat, die habe ich. Zweitens, ob man Vertrauen und Zuspruch für seine Arbeit bekommt, das spüre ich auch. Und drittens hängt es von den Wählerinnen und Wählern ab. Und das entscheidet sich am 10. Mai. Also wählen und wir Sie grundsätzlich für eine Legislaturperiode, wenn wir Sie wählen? In der Politik tritt man an für eine Legislaturperiode. Und das sind in Bremen 4 Jahre und dafür trete ich an. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, bleiben Sie? Ja, wenn nichts dazwischen kommt, ja, klar. Im Leben kann viel dazwischen kommen, aber ich gehe davon aus, es kommt nichts dazwischen.